Ja, servus und hallo, liebe Freunde des gepflegten Schotterradelns. Es ist wieder mal soweit, ich drehe eine sonntägliche Runde mit meinem Kumpel Heiko. Hallo. Und ja, wir haben ein Jubiläum zu feiern. Unseren 500. Abonnenten, yeah! Heiko, was sagst du dazu? Ja, ich habe jetzt schon die ganze Zeit gewartet, ein bisschen beobachtet und jetzt war es am Wochenende soweit. 500 haben wir jetzt. Jetzt müssen wir halt mal schauen, dass wir die 1000 anpeilen. Das ist jetzt das ganz große Ziel. Ja, wir müssen uns jetzt vielleicht auch mal überlegen, was wir in Zukunft noch machen oder was unserem Kanal fehlt. Was meinst du? Ja, also eigentlich würde ich sagen, haben wir alles, was ein Superkanal braucht, außer eine gute Moderation. Ja, der Mehrwert fehlt nur ein bisschen so. Genau, sauber recherchierte Infos, ja, und aktuelle Produkte, ja, und, schöne Reportagen mit tollen Bildern. Aber sonst haben wir eigentlich alles, oder? Ja, alles. Fehlt nichts. Ja. Nee, also dafür, dass wir das zu zweite so aufziehen, ich in meiner Freizeit und du eigentlich auch größtenteils nebenbei, würde ich sagen, ist nicht alles schlecht, was wir machen. Aber wir können natürlich auch besser werden. Und wir sind natürlich auch für Anregungen offen. Schreibt uns gerne unten in die Kommentare, weil wir nehmen uns euer Feedback zu Herzen. Ja, und bei der Gelegenheit kann man vielleicht auch mal sagen, die Tests, die wo wir machen, also vor allem auch im Heft, wir haben jetzt im Heft viel mehr Testartikel auch noch. Wir machen halt nicht oder schaffen das einfach auch nicht, zu jedem Produkt oder Rad einen Test zu machen, also einen Videotest zu machen, sondern der ist halt dann in schriftlicher Form in unserem Digitalmagazin. Link steht unten in der Videobeschreibung. Genau, da muss ich mal kurz einhaken und einen kleinen Teaser rausballern. Wie ihr vielleicht seht, trage ich hier die Shimano MW7 Winterschuhe und in der kommenden Ausgabe gibt es passend zum Winter eben einen Test über Winterschuhe. Im Moment haben wir 4 Exemplare, ein 5. soll aber auch noch kommen und da sind wir gerade dabei, die zu testen. Könnt ihr gespannt sein. Ja gut, dann kann ich auch gleich noch einen raushauen. Ja. Mein Testbereich war in der aktuellen Ausgabe, die jetzt Mitte Dezember erscheint, also die wir jetzt gerade produzieren, akkubetriebene Stecklichter. Hast du da gerade eins dran? Nee, die Halterung nur. da haben wir zum Beispiel Busch und Miller, Trelog, dann Büchel und Supernova. Ach ja, jetzt muss ich schon wieder unterbrechen, tut mir leid, aber ich habe natürlich gar nicht die Hersteller der Schuhe genannt. Also dabei sind Shimano, Northwave, Physic und VD. Und wie gesagt, noch ein 5. Überraschungsgast. Ihr dürft gespannt sein. Gut, ja, generell wollte ich noch mal was sagen zu unseren Tests. Also die Tests, die wir durchführen, sind alle komplett subjektiv. Also komplett nach unserem persönlichen Eindruck. Wir testen jetzt die Sachen nicht, sagen wir mal, im Labor. Wobei ich schon versuche, also innerhalb meiner Subjektivität objektiv zu bleiben, also innerhalb der Möglichkeiten, die ich halt habe. Also bevorzuge da niemanden oder so. Also ich meine, wir legen ja im Vorfeld gewisse Kriterien fest. Wir überlegen uns da, nach welchen Kriterien kann man die Sachen beurteilen. Und also ein bisschen Plan ist schon dahinter. So, jetzt geht's hier in den Trailer rein. Ich glaube, da bleiben wir mal kurz stehen, oder? Ja. Wo wir noch nicht drüber gesprochen haben, ist ein bisschen so die Zukunft. Wir haben natürlich viel geplant. Auf jeden Fall, ja. Und ja, dazu brauchen wir natürlich auch euch. Also schreibt uns einfach, was euch interessiert. Unten in die Kommentare oder auch direkt. Die E-Mail-Adresse steht unter Info hier im Kanal. Und was meinst du, was wäre denn für uns noch interessant oder was würde denn für dich nochmal richtig interessieren, was wir mal machen könnten, also vielleicht auch außerhalb von Produkten? Also mein Themengebiet sind ja traditionell eigentlich auch Touren, da könnten wir auch gerne mal irgendwie gemeinsam was Längeres machen, so im Ausland oder so.
so was richtig Geiles, einmal komplett durch Südamerika. Liebe Sponsoren, wenn ihr Bock habt, uns da zu unterstützen, es wird ganz bestimmt nicht teuer, schreibt uns. Nee, aber realistisch betrachtet, also mein Themengebiet Touren würde ich natürlich nach wie vor gerne weiterführen. Dann, um doch mal auf die Produkte wieder zurückzukommen, wir würden natürlich auch gerne Produkte für die weiblichen Gravelbikerinnen vorstellen. Ah ja, genau. Wichtiger Punkt. Da haben wir nur das Problem, also das schaut an uns beiden jetzt nicht so gut aus. Also wenn ihr da Bock habt, uns zu unterstützen, quasi auch in die Moderation einzusteigen, ja, schreibt uns auch gerne an die genannte E-Mail-Adresse und dann schauen wir mal, was sich machen lässt. Also auf jeden Fall mal Testerinnen gesucht. Generell, genau. Wenn ihr mal in Regensburg seid, also Regensburg ist ja ein bisschen so unser Operationsgebiet, scheut euch nicht, sagt uns Bescheid, vielleicht können wir mal eine Tour zusammen machen. Wir können euch auch gerne mal so unser Revier zeigen, wo wir so unterwegs sind. Ist auf jeden Fall ein Tipp. Generell, Regensburg ist ein super Gebiet rund um Regensburg, egal Norden, Süden, Osten, Westen, also wir haben eigentlich alles zum Graveln. Wir haben höhere Berge Richtung den Ausläufern des Bayerischen Waldes, dann so mittlere Berge, also so Hügelland, Jura, Flusstäler, also für Abwechslung ist gesorgt, würde ich sagen. Dann steuern wir jetzt mal langsam in Richtung Jahresende. Wir werden noch ein paar Sachen für euch produzieren und bereithalten. Wir haben auch noch einiges schon im Petto. Auf jeden Fall mal die nächste Ausgabe. Die nächste Ausgabe. Von 23.3. Genau. 3.23. zwischen 10. und 15. angepeilt jetzt der 10. Dezember. Genau, großer Lichttest vom Heiko, Schuhtest von mir und noch viele weitere spannende Themen. Im Erzgebirge war ich unterwegs. Das gibt auch noch einen schönen Bericht. Was haben wir noch drin? Ja, viele Produkte, Bekleidung, Sachen, Bike-Tests, also alles querbeet in Richtung Herbst, Winter. Alles, was Gravel-Biker, Doppelpunkt, innen brauchen. Genau. So, in diesem Zusammenhang, dann erwarten wir mal schon eine spannende Zukunft. Und wir freuen uns, die 500 Abonnenten erreicht zu haben, aber es geht natürlich noch mehr. Abonniert uns und schaut uns zu, wir würden uns freuen. Lasst ein Like da und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und auf zu den 1000. Gut, ciao.